also hier, um eine Farm zu betreiben. Die Brücke wurde bei dem letzten schweren Regenfall zerstört. So etwas ist bis vor kurzem nie vorgekommen. Als sei in letzter Zeit die Kraft der Natur aus den Fugen geraten, wie entfesselt. In dieser Gegend passieren solche Dinge häufiger. Ach, ich sollte mich erstmal vorstellen, ich bin Bu. Ich habe nur leider in letzter Zeit mein zweites O verloren, deswegen heiße ich nur Bo. Azubi beim Tischler. Hier, sie ist zwar alt, aber du kannst sie benutzen, um Bauholz zu hacken. Die Axt erhalten, sehr schön. Ich habe den Bürgermeister gebeten, mir meine Werkzeugkiste zu bringen. Er war noch nicht hier. Ohne die Werkzeugkiste kann ich doch nicht arbeiten. Und wo zur Hölle ist mein zweites O? Na, dein zweites O haben wir doch. Da haben wir es. Bos zweites O. Du hast mein zweites O mitgebracht. Ah, vielen Dank. Nun sieht man mal wirklich, wie ich Bu bin. Es tut mir leid, es ist etwas peinlich, aber ich bin in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ich habe nicht mal etwas Zeit, um meinen Appen zu essen. Wie? Du willst mir Essen bedingen? Wirklich? Oh, du hast ein gutes Herz. Tja, dann hätte ich gerne Milch und eine Erdbeere. Klasse, wenn ich erstmal gegessen habe, klappt es auch mit der Arbeit. Es ist ja so, jeder kennt es doch. Wenn ihr hart arbeitet, dann braucht ihr erstmal eine Milch und eine Erdbeere. Das macht doch jeder nach einem harten Arbeitstag. Ist auch bei mir so, wenn ich den ganzen Tag schwer schuften durfte. Ich komme heim, trinke erstmal meine Milch und esse meine Erdbeere. Danach bin ich wieder topfit. So. Aus diesem Grund habe ich übrigens die Milch und die Erdbeere gekauft. Ich habe so schrecklichen Hunger. Kannst du mir etwas zu essen besorgen? Das möchte ich. Milch mal 1 und Erdbeere mal 1. Kein Problem. Hier haben wir die Erdbeere. Bitteschön. Wow, vielen Dank. Ich habe so schrecklichen Hunger. Kannst du mir etwas zu essen besorgen? Ja, ich möchte nochmal Milch. Klasse, wenn ich erst mit gestern habe, klappt es auch mit Arbeit, weißt du Bescheid. So, und dann noch Milch. Wie gesagt, es gibt intelligente Möglichkeiten, das zu machen, aber das dauert halt länger. Bis die Kuh Milch gibt, bis die Erdbeeren, die man ausgesät hat, gewachsen sind. So geht's halt schneller. Vielen Dank, jetzt da ich satt bin, kann ich mit den Reparaturen beginnen, denn eine Milch und deine Erdbeere machen mich unglaublich satt. Wenn die Brücke repariert ist, schicke ich dir eine Mitteilung nach Hause. Wenn ich mich nicht irre, müsste die morgen schon fertig sein. Ich glaube, das dauert bei dem nicht so lange. Ich glaube, der braucht nur einen Tag oder so, das ist ganz praktisch. So, was gibt es denn jetzt noch zu tun? Ja, wie wäre es mal mit der Kuh füttern? Wäre vielleicht eine Idee, oder was meint ihr? Ich meine, die Kuh hat noch nichts gefressen. Ist eigentlich allerhöchste Eisenbahn, die mal zu füttern. Weil traurige Kühe sind Kühe, die keine Milch geben. Gehen wir doch mal zur lieben Kuh. Und da ist sie. Muku! Reden wir mit ihr. Das mögen sie. Dann bürsten wir sie mal noch. Das müsst ihr jeden Tag machen. Wenn ihr das mag, macht, mögen euch eure Tiere und sie geben euch bessere Produkte. So, Muku hat gegessen. Wunderbar.
Das dürfte jetzt eigentlich auch erstmal alles gewesen sein. Dann kann ich mich jetzt mal in Ruhe darauf konzentrieren, die Sachen auszusehen. So, wo ist denn da ist? Und zwar machen wir das mal so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt denken wahrscheinlich alle von euch, oh, voll Glück gehabt. Wow, alles dunkler Boden. Nein, das liegt nur daran, dass es eben Abend ist. Und deswegen die Sonne nicht mehr so stark drauf scheint und man es deswegen nicht so gut erkennt. So, Kohlsaat. Aussehen. Ja, ich benutze nicht den Dünger, absichtlich nicht. Denn ich möchte mir morgen, am nächsten Tag eben, Dünger kaufen. Noch mehr Dünger. Und auch Erdbeeren. Und für die Erdbeeren möchte ich den Dünger hernehmen. So. Da ist er. So, drei sind noch übrig. Die kann man wegen der Symmetrie hier mit anbauen. So. Wunderbar. Was haben wir noch? Einmal Rübensaat. Gut, das war's dann. Die bauen wir hier mit rein. Nein, nicht Dünger. Da, Rübensaat. So, und dann müssen wir noch gießen. So. Und dann wird mal schön gegossen. So. Und so. Das kostet jetzt sehr viel Kraft. Wie ihr seht, langsam aber sicher geht mir auch die Energie zu Ende. Aber leider kostet das alles am Anfang eben noch wahnsinnig viel Energie. So. 19 Uhr. Ich würde mal sagen, ich habe auch noch genügend Kraft, um einen Fisch mal kurz zu holen. Um mal kurz fischen zu gehen. Und dann wird es eigentlich schon Zeit, ins Bett zu gehen. Dann wäre der erste Tag vom Spiel hinter uns. Klar, der zweite Tag, aber der erste Tag, den wir aktiv gespielt haben. So, da ist die Angel und die wird einfach nur ausgeworfen. Und sobald ein Ausrufezeichen über uns erscheint, drücken wir einfach mehrmals den A-Knopf. Ganz einfach. Und eine Rossmakrele gefangen. Wunderbar. Und wir werden müde. Jetzt sollten wir auch aufhören. Man muss da mal ein bisschen aufpassen. Man darf nicht zu viel arbeiten, denn wenn die Leiste leer ist, bricht man zusammen und wird ohnmächtig. Man muss aber auch aufpassen, denn wenn man so müde ist wie jetzt gerade, ist der Charakter anfälliger für Krankheiten. Und in diesem Spiel kann man krank werden, ja? Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber wir gehen ja jetzt halt eh ins Bett. Ich würde mal sagen, heute haben wir auch relativ viel erreicht. Ich glaube, da können wir echt zufrieden mit sein. So. Gehen wir mal schlafen. Gesamt gesamtverdient. Hey, das ist doch einiges. Okay. Klopf, klopf. Spike, guten Morgen. Die Brücke ist fertig. Ich sag's doch, einen Tag braucht er. Am nächsten Tag ist er sofort fertig. Gut, das war schon alles, weswegen ihr hergekommen ist. Gut, dann speichern wir mal. Tagebuch.
Und damit mir sowas nicht nochmal passiert, speichere ich ab jetzt jeden einzelnen Tag. Und zwar am besten immer so unterschiedlich, ja. Wunderbar. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt mal kurz um unsere Viecher. Was heißt eigentlich Viecher? Wir haben nur eine Kuh. Aber da können wir uns ganz gemütlich drum kümmern. Aber bevor wir das machen, erstmal die Sichel holen und ein bisschen Unkraut entfernen. So. Da. Und da ist noch ein Unkraut. Weg damit. Ich kann die Kuh jetzt hier rausholen, aber das mache ich noch nicht, weil es schließlich 6 Uhr morgens ist. Ich will sie noch ein bisschen schlafen lassen. Da will man doch freundlich sein zur Kuh. So. Jetzt ist erstmal Gießen angesagt. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Wenn ich mit Gießen fertig bin, dann kann ich ja die Kuh noch rausholen. So. Ja, wunderbar. Und du noch? Ja, wir haben erstmal viel zu gießen. Aber das wird sich alles in klingender Münze auszahlen. Da wird noch sehr viel Geld auf uns zukommen. So, jetzt mal schauen, kann man das hier ernten? Nein, kann man nicht. Dann kann weiter gegossen werden. So. Ups. So. Oh, jetzt ist die Gießkanne leer. Na, dann holen wir uns doch mal wieder frisches Wasser. Ja, ein Feld gießen, das nicht benutzt ist, das ergibt natürlich auch sehr viel Sinn. So. Immer schön weiter gießen. So, ob es was bringt, die Blumen jetzt zu gießen, ich weiß es nicht. Ob man die jetzt so ernten muss oder ob man die mit der Sichel entfernen muss, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es jetzt einfach mal ein paar Tage lang gießen und wenn sich nichts ändert, dann werde ich versuchen, die mal mit der Sichel abzuschneiden. Vielleicht muss man das ja so machen, weiß ich nicht. Gut, 6.40 Uhr, komm, holen wir das. Holen wir unsere Muku raus. Das kann man bei schönem Wetter immer ganz praktisch machen. Denn die grast dann hier. Und da müssen wir nicht zu essen geben. So. Und da, Bürste. Dann noch Bürsten. Wunderbar. Na, dann gehen wir doch mal wieder. Und zwar jetzt mal zu unserer Katze. Um ihr den täglichen Fisch zu bringen. So, jetzt kann ich aber währenddessen mal kurz überlegen, ob ich noch was in der Stadt zu erledigen habe. Hm, eigentlich nicht, dass ich wüsste. Mir fällt jetzt wenigstens gerade auf Anhieb nichts ein. Hm, nee, ich glaube nicht. Aber wir könnten... Ja, das machen wir dann später mit Muku. Dann machen wir dann ein Foto von uns. Yeah! Ein Foto mit Muku. Warum nicht? So, da ist der Hamminger alte Sack. Und ab zu unserer Mizi. Damit sie einen täglichen Fisch bekommt. Und sie sich mit uns anfreundet und irgendwann einmal sagt, hey du, ich will bei dir wohnen, lass mich bei dir einziehen. Voll krass und so. So, da hinten ist sie auch schon. Hi, Mizi. Und dann habe ich noch einen schönen Fisch für dich. Da. Bitteschön. Das...